Hallo Arschvogel! Alter Arschvogel da! It's camera time. It's camera time. Enjoy my channel and have fun. Ein herzliches Hallo, liebe Zuschauer, und willkommen zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniac. Heute ist Amiga-Zeit und ich schaue mir an Mysterious Worlds und ich hoffe, ich komme hier irgendwie klar. Mal sehen, was wir da haben. Sieht auf jeden Fall so schon mal alles ganz nett aus, was ich da sehe. Geht das mit Joystick? Und bitte verlang nicht eine Disc 2 von mir. A mystery landscape full of hints and violence is awaiting you. Take all your power and concentration to complete your mission in time. Decrunching, please wait. Okay. Dann decrunch mal. Und hoffentlich... Get ready, da bin ich. Ich kann schießen. Und ich kann springen. Boah, was ist das? Ah, mit Hebel nach unten konnte ich es aufheben. Sieht aus wie eine bessere Waffe, oder was? Ich kann mich ducken. Aber ich kann... Ah, aber nach oben passiert nichts. Gut. Kann man eigentlich was mit Space machen oder so? Nee. Da oben ist was. Ich sagte, da oben ist was. Ich sagte, da oben ist was. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt auch use im Grunde. Ist das eine andere Waffe oder was? Wenn ich das mal wüsste. Okay, die kleinste Berührung ist deadly. Jetzt habe ich das aufgehoben. Kackvogel. Geh doch die Leiter hoch, du Dorfmann! Oh Mann, ey. Was soll das? Warte mal. Bambis gönn Licht hier rüber auf meine Seite. Ist er jetzt wieder am Crunchen? Crunch mit. So. 1990. Der Schriftsatz gefällt mir. So ein Demo-Maker oder so ein Textwriter, Letterwriter oder so, das sieht nice aus. Decrunching, please wait. Ja. Oder kann man das mit den F-Tasten irgendwie steuern? Aber ich glaube, das macht man alles mit dem Joystick. Oder das heißt, das ist das, was man als nächstes einsammeln soll oder so. Ne, die F-Tasten bewirken auf jeden Fall schon mal nichts. Ne, ne. Also mit den Tasten macht man anscheinend nichts. Hallo Arschvogel! Alter Arschvogel da! Da kannst du auch nicht drüber springen. Das geht nicht. Da kannst du knicken.
Ja, wie kann ich doch tief schießen? Aber ich habe den Dreh noch nicht raus. Wie genau? Grafisch sieht das ja ganz nice aus. Boah, Schwein gehabt. Ich werde mich wegen irgendwas wieder zu dämlich anstellen. Man kann in diese Mühle nicht reingehen. Na, hätte ja sein können. Bei meinem Timing versaue ich das wieder. Nein! Da bleibe ich mit dem C irgendwo da hängen, ey. Ach, dir wird doch ja nicht. Ich würde jetzt mal sagen, einen allerletzten Versuch gebe ich mir da noch. Tja. Gibt's da eventuell Music Maniacs of Noise? Gibt's da eigentlich irgendwo Instructions? Zeig mal. Maniacs of Noise machen die Musik. Die haben die auch zu Hawkeye damals gemacht. Das weiß ich noch. Da ist keine Info dazu. Nee. Okay, ja dann. Dann müssen wir doch so gucken, dass wir klarkommen, ne? Ja, das geht dann auch noch auf Zeit. Es ist ganz schön schwer, finde ich. Die Grafik ist nice, Mucke auch. Die Musik gefällt mir ganz gut eigentlich sogar. Dieser Flötenton, der klingt wirklich angenehm. Schön, dass die Leiter hakt. Geh weg. Also Fallschaden darf man haben. Das ist gar nicht so einfach, den tieferen Schuss loszulassen. Spring noch mal. Oh, verdammt. Nein! Ich habe einen Drachen gesehen. Na, Gemeinheit, dass man da nicht ganz von vorne anfangen muss. Vielen Dank für gar nichts. Nicht lang schnacken, schön daneben springen. Also die Steuerung ist etwas hakelig, finde ich. Ich würde jetzt aber mal sagen, ich geb's auf. Sicher kein so schlechtes Spiel. Mir gefällt der Grafikstil. Ich finde die Mucke ganz angenehm. Da diese Flötenmucke da am Anfang, das ist wirklich ganz nice gemacht. Da könnt man ja mal schreiben, was ihr zu dem Game meint. Ja, und ich hoffe, euch hat das Zuschauen genauso viel Spaß gemacht wie mir das Ausprobieren, denn ich bin ja immer neugierig, ne? Bleiben Sie neugierig, schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, zock mal wieder Mythomaniac, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter, lasst mir ein Like da oder noch geiler ein Abo. Tschö, bis denne!